Hallo Leute und willkommen zurück zu Kathrine. In der letzten Folge haben wir die zweite Stage im Himmel abgeschlossen und wir nähern uns immer weiter mit großen Schritten dem Finale. Das Schild zeigt immer noch nach oben. Es geht um Freedom und wir stellen uns jetzt der zweiten Frage über Freiheit. Oh man. You made it through that most difficult of stages. Good for you. I praise the fight in you. Before we continue, I want to make sure of one thing. I want to know what is inside you. If it's the truth within you, then your future will be blessed. This is the second question to freedom. Do you wish for a peaceful life? Na klar. Nicht nur hier im Spiel, sondern auch im Real Life. I will answer a question of yours too. You were covered in desire, in temptation, which cast you down here. Lies, deceit, betrayal. Oh, it's terrible. This is a place where sinners are tried. Haven't you heard of it? This judgment will have a positive impact on the future of humanity. So, this is about the good of mankind? Wow, it's so beautiful, it, you know, makes me want to cry. But why is it just men? This city is filled with traitors. I ordered him to bring the lowest of the low, like you, here. Hey, don't call me that. Even if it might be true. But that means you're behind all this. Show me your face. You'll never see his face. Not in a thousand years. Besides, isn't knowing his name enough? That's enough talk. Let's move on. I wish you the best of luck. I don't need your wishes. I'm not gonna lose. Okay, wir fahren nach oben. Ah, siehste. Ich glaube, es ist auch das so ziemlich das Wichtigste im Leben, oder? Third great trial. There is no one way to climb this wall. Trust your instincts. Okay. Gut, es gibt immerhin mehrere Wege. Blocks. I'm gonna climb the shit out of you. Commencing area 3. Are you ready? All right. What am I gonna do? I can't die here. Okay, da geht's nicht höher hinauf. Okay. Das haben wir mal gehörig vermasselt. Aber das muss ja nichts heißen, dass es uns jetzt beim nächsten Mal genauso geht.
Es fehlte genau eine Stufe, um anzukommen. Und das war halt das Problem. Kann ich mal gucken, ob... Oh! Das war ja mal überraschend. Okay. Okay, da steht ein Killer. Das ist gut, dass wir den noch loswerden konnten, weil das wäre uns fast zum Verhängnis geworden. Ich wollte gerade sagen, wir können ja hier nicht runterspringen, aber das werden wir wahrscheinlich sowieso müssen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber das ist cool auf jeden Fall. Okay, wir haben wieder einen Checkpoint erreicht. Sehr gut. Okay, die kriegt nach einer Zeit wieder zurück. Edge.
Oh, okay. Time to use this. Nein, ich muss ja irgendwie hängen bleiben jetzt. Nee, keine Chance. Okay. Das haben wir vermasselt. Aber es ist ja nicht alles verloren. Wir haben ja schon wieder einen Checkpoint erreicht. Okay. Geh wieder zurück. Okay. Okay, gut, dass wir den mitgenommen haben. Checkpoint. Das geht nicht, okay. Das geht aber. Okay. Das ist natürlich die Frage. Edge.
Okay, da wäre auch nur der gewesen. So. Das geht nicht, das geht auch nicht. Okay. Jetzt muss ich hier nur rüberkommen. Das ist wahrscheinlich das, was vorerst für uns unmöglich ist, oder? Okay, wie es aussieht, sind wir jetzt gerade in ein schwarzes Loch gefallen. Okay. Wir waren der Sache aber schon ganz dicht auf den Fersen. Haben wir unseren Checkpoint. Okay, sehr gut. Mal überlegen, wenn wir den jetzt ziehen, haben wir keinen zum Nachziehen, also müssen wir so ziehen. Was uns aber nicht viel bringt, denn wir müssen ja dorthin. Dort ist nur ein schwarzes Loch. Okay, die sind beide Geschichte. Dort ist kein Stein. Nein! Ich bin so ein Idiot. Leute. So ein Idiot. Okay, dann würde ich sagen, 20 Minuten. Wir machen eine Aufnahmepause und sehen uns dann übermorgen wieder. Und keine Sorge, ich spanne euch nicht mehr so sehr auf die Folter. Wenn das jetzt sehr lange dauert, dann skippen wir einfach wieder ein bisschen. Okay, dann bis übermorgen. Ciao, ciao.